Hallo und willkommen zurück zum vierten Teil unserer Reihe Informatik Grundlagen, Programmieren mit Scratch. Und heute wollen wir den zweiten Teil unseres Rennspiels programmieren mit einem Timer und mit einem zweiten Level wird das Spiel noch mal ein bisschen interessanter. Und ihr geht am besten wieder auf die Seite scratch.mit.edu. Okay, jetzt sind wir wieder auf Scratch und ihr habt hoffentlich unser Projekt vom letzten Mal geöffnet. Wenn ihr die Datei nicht mehr habt, dann könnt ihr auf unserer Seite unter Downloads gehen. Da hinterlege ich die Datei und dann könnt ihr sie herunterladen. Dann auf Scratch gehen, da wo ihr jetzt seid, klicken Datei von deinem Computer hochladen und dann diese Datei hochladen, dann könnt ihr genau mit dieser Datei hier weitermachen. Okay, aber wenn ihr diese Datei habt, dann seht ihr, okay, das war jetzt schon mal das erste Level, das hat auch funktioniert und jetzt wollen wir das Ganze weiter ausbauen. Und zwar wollen wir jetzt ein zweites Level einfügen und danach noch einen Timer. Wir können jetzt schon das Tempo variieren. So, aber als erstes wollen wir jetzt ein zweites Level einbauen. Dafür brauchen wir natürlich einen anderen Hintergrund. Und das mache ich ganz einfach, indem ich hier auf das Bühnenbild klicke, dann Bühnenbilder und dann kann ich ein neues Bühnenbild malen oder hochladen, wie ihr wollt. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe ein zweites Bühnenbild hier schon mal gemalt und es als Level 2 bezeichnet. Und das hier nenne ich jetzt mal Level 1. Gut, damit haben wir schon mal unsere zwei Bühnenbilder. Was wir jetzt noch brauchen, ist, wir müssen jetzt noch zwei Skripte hinterlegen, damit wir jedes Mal, wenn wir das Spiel neu starten, immer mit Level 1 starten. Das heißt, ich klicke hier auf Skripte beim Bühnenbild. Wir legen jetzt Befehle auf das Bühnenbild. Und dann nehme ich das Ereignis, wenn das Spiel startet, also wenn die grüne Fahne angeklickt wird. Ich mache das jetzt auch mal ein bisschen größer, damit ihr das besser sehen könnt, noch mal ein bisschen größer. So, wenn die grüne Fahne angeklickt wird, dann soll das Bühnenbild Level 1 sein, weil sonst würde es ja nicht passen. Also wechsle zu Bühnenbild Level 1. Und dann machen wir noch was, das müsst ihr jetzt einfach mal so hinnehmen, sozusagen halt. Und zwar, wenn ich eine Nachricht bekomme, hier, wenn ich Nachricht 1 empfange, dann wechsle zum Bühnenbild Level 2. Wenn wir mit der ersten Runde fertig sind, also hier, wenn wir die rote Linie berühren, dann schicken wir eine Nachricht und in dem Moment, wo diese Nachricht geschickt wird und empfangen wird vom System, wird das Level 2-Bild eingeblendet. Gut, also das habt ihr jetzt. Jetzt gehen wir dann gleich wieder zurück zu unserem Basketball und da seht ihr ja unsere bisherigen Befehle. Was wir jetzt machen ist, wir ändern hier am Anfang die Zusammensetzung ein bisschen. Wenn wir die rote Farbe berühren, dann spielen wir nach wie vor diesen Klang und jetzt senden wir eine Nachricht. Sende Nachricht 1. Das ist unter Ereignisse. Und zwar machen wir das vor Stoppe dieses Skript. Und was wir nicht mehr wollen, ist Sage gewonnen. Das heißt, ups, das Sage gewonnen, das nehmen wir raus, weil das haben wir ja noch nicht gewonnen. Erstes Level 1 haben wir geschafft. Man könnte natürlich den anderen Text hier bringen, aber das machen wir nicht. Oder ich mache es jetzt nicht. Gut. Also, jetzt stoppt dieses Skript. Nachricht 1 wird geschickt. Und in dem Moment, wenn die Nachricht
eins geschickt wird, dann ändert sich das Bühnenbild und gleichzeitig muss unsere Figur an eine bestimmte Position gelangen. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ich spiele mal das Spiel. Ich erhöhe das Tempo. Ich hoffe nicht, dass ich es jetzt. Ich hoffe, dass ich es schaffe mit dem erhöhten Tempo. Ah, schaut gut aus. So, und jetzt, zack, hat sich das Bühnenbild geändert. Aber jetzt muss ich natürlich meine Figur hierhin bewegen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil jetzt beginnt das zweite Level. Und das heißt, wenn ich also diese Nachricht empfange, Nachricht 1, ich mache es jetzt mal so, damit das Ganze ein bisschen besser sichtbar wird, die ganzen Befehle vom letzten Mal, die schiebe ich jetzt nach unten. Die brauchen wir erstmal nicht und mache das hier größer und das hier kleiner. Wo war es? Hier. So, jetzt kann ich das größer machen. Dann kann man es besser erkennen, glaube ich. So. Also, wenn ich die Nachricht 1 empfange, dann möchte ich zu dieser Quatsch, dann möchte ich zu dieser Position gehen. Die Position, das ist die, die ist jetzt hier schon vorgewählt. Und dann setzen wir wieder unsere Richtung nach oben, also auf 0 Grad. Jetzt kann ich hier gehen und sagen, okay, ah, ich kopiere den ganzen Teil. Hier, alles was hier ist, das kopiere ich. Ich dupliziere es. Rechte Maustaste klicken. Ja, also nochmal, rechte Maustaste duplizieren. Und allerdings nur das hier rüberschieben. Ja, okay, jetzt habe ich es natürlich. Jetzt habe ich es aus Versehen. Das war jetzt blöd. So, zusammengefügt. So, aber jetzt passt. So, setze Richtung auf 0 Grad. Das habe ich jetzt wirklich nur noch kopiert. Wiederhole fortlaufend. Ha, das sollten wir vielleicht auch noch ändern. Wenn der Level 2 beginnt, dann wollen wir nicht wieder schnell gehen, sondern eher langsam, damit wir auch hier nicht gleich verlieren. Deswegen machen wir Folgendes. Das Tempo setzen wir wieder auf 1 zurück am Beginn des Levels 2. Und da müssen wir aussuchen. Tempo wird 1. So, und dann wiederholen wir fortlaufend. Und dann, wenn wir das Schwarz berühren, haben wir wieder verloren. Aber jetzt, wenn wir Rot berühren, nein, wenn wir Blau berühren. Das heißt, wir müssen jetzt hier das Rot ersetzen mit dem Blau. Und das können wir ganz einfach machen. Wenn das Blau berührt wird, dann wollen wir diesen Klang wieder spielen. Jetzt können wir sagen, gewonnen. Also aussehen, sage nicht Hallo, sondern gewonnen. Und die Nachricht 1, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die lösche ich. Und dann stoppen wir alles. Denn dann ist das Spiel vorbei. Stoppe alles. So, wollen wir es mal probieren. Ich mache das Spiel mal größer und starte. Okay. Also ihr seht, Tempo 2. Bei Level 1 kriege ich das normalerweise hin. Okay, und jetzt Level 2 und wir sind wieder auf Tempo 1. Und ich gehe jetzt einmal durch und ich erhöhe das Tempo sicherheitshalber nicht, denn ich habe jetzt keine Lust, dann nochmal neu anzufangen. Okay. Sieht gut aus.
Fertig. Damit haben wir das mit dem Level 1 und Level 2 schon erledigt. Und ich habe euch versprochen, dass wir jetzt noch einen Timer einbauen. Dafür brauchen wir jetzt noch eine neue Variable. Und diese Variable, die erstelle ich hier, neue Variable, nenne sie Timer. Und dann klicke ich OK. Ich habe das schon mal gemacht. Hier seht ihr Timer und dann muss ich das noch aktivieren. Und wenn ihr hier schaut, dann seht ihr, ist diese Variable Timer jetzt schon aktiv bzw. sichtbar. Aber sie funktioniert natürlich noch nicht. Was wollen wir jetzt mit dem Timer? Wir wollen in dem Moment, wenn das Spiel startet, dass der Timer auf 0 gesetzt wird. Also Ereignisse, wenn das Spiel, wenn die grüne Fahne geklickt wird, dann machen wir Folgendes. Wir setzen die Variable Timer. Timer auf 0. Und dann wiederholen wir etwas, und zwar nicht endlos, sondern bis wir im Ziel sind. Also wiederhole bis, das schauen wir uns gleich an, was da rein muss. Aber erst machen wir mal das Leichte, nämlich die Variable wird geändert. Ändere die Variable, und zwar Timer um 1. Und wenn das passiert ist, dann warten wir eine Sekunde, das ist bei Steuerung. Warte eine Sekunde und dann ändere Timer wieder um 1. Das heißt, alle Sekunden wird der Timer hochgezählt. Allerdings natürlich nicht endlos, sondern nur bis entweder wir in die Bande fahren, also das Schwarz berühren, oder bis wir das Ziel erreichen, also blau berühren. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Operator, der diese beiden Möglichkeiten hier abbildet. Und das ist der Operator oder. Das ziehe ich hier ein, wiederhole bis und dann, naja, das kennt ihr jetzt inzwischen schon, fühlen, wird Farbe berührt, also entweder die Farbe schwarz, das suchen wir uns hier sicherheitshalber aus, wird die Farbe schwarz berührt oder wird Farbe berührt blau. Ja, das sieht man jetzt gerade nicht so gut. Ich ziehe es mal rüber. Okay, und hier die zweite Farbe, die berührt wird, ist das Blau hier. Okay. Also, wenn das Spiel startet, setze den Timer auf 0. Und bis ich entweder das Spiel verliere oder bis die Ziellinie berührt wird, ändere den Timer immer um 1, warte eine Sekunde und ja, das ist es eigentlich. So, jetzt wollen wir mal überprüfen, ob das auch funktioniert. Wir machen unser Spiel wieder groß und ja, wir versuchen es. Also. Ich werde hier schnell durchgehen. In der ersten Runde. Und die zweite lieber ein bisschen langsamer machen. Aber ihr seht, der Timer läuft. Und ich schaffe es vielleicht auch einmal, das Ganze erfolgreich zu absolvieren. Ja, und wenn ihr wollt, ich stelle euch den Link zu diesem Spiel in die Beschreibung zum Spiel. Und dann könnt ihr mich vielleicht schlagen. Ich habe 42 Sekunden gebraucht. Vielleicht seid ihr besser. Aber Tatsache ist, das Ganze funktioniert. Und damit sind wir am Ende dieses Tutorials. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat auch alles funktioniert. Wenn nicht, ich stelle euch nicht nur den Link zum Spiel, sondern auch den Link zum Code sozusagen in
die Beschreibung, dann könnt ihr euch das eventuell auch noch runterladen. In jedem Fall bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch viel Spaß und viel Erfolg beim Programmieren mit Scratch.